Nein, nein, komm schon, Sean. Schalt das Ding aus. Oh, ich fand gut, was du gesagt hast. Ich will es für die Nachwelt festhalten. Sag es nochmal, laut und deutlich. Oh, ernsthaft? Klar, na komm. Wenn's sonst nichts bringt, habe ich wenigstens ein Druckmittel für deinen alten Herrn. Ah, das willst du also. Toll. Was ich sagte war, ich wünschte, ich wäre nicht als Assassine geboren worden. Ich wünschte, ich hätte es mir ausgesucht. Reicht das? Ja, aber wieso denn? Weil die freie Entscheidung die zentrale Idee unseres Credos ist. Darauf stützt sich alles, nicht wahr? Es geht um den freien Willen. Es geht darum, dass man alle Fakten vor sich sieht und sagt, ja, das will ich. Oder, nein, das ist nichts für mich. Aber wenn man wie ich in so eine Gruppe geboren wird oder in eine andere, dann bekommt man widersprüchliche Signale. Es wird einem immer wieder gesagt, das ist es, woran wir glauben. Das sind die Regeln. Das ist die Realität. So und nicht anders. Und wenn man das in Frage stellt, oh, dann wird man angesehen, als hätte man einen kleinen Hund umgebracht. Das ist kein freier Wille. Eine komische Ironie, wenn der freie Wille der zentrale Glaubenssatz ist und keiner will, dass man etwas anderes glaubt. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber ich hatte immer den Eindruck, dass unser Credo etwas Selbstzerstörerisches hat. Wenn der freie Wille der wichtigste moralische Stützpfeiler ist, sollte es uns auch freistehen, ihn zu ignorieren, uns zu unterwerfen zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Es sollte uns freistehen, uns mit den Templern zu verbinden. Wenn ich wirklich die Wahl hätte, könnte ich das tun. Ja, es widerlegt sich fast selbst. Eine Demokratie könnte demokratisch einen Diktator wählen oder sich entscheiden, die Demokratie aufzugeben. Unser Credo enthält die Saat für seine eigene Zerstörung. Das macht es so mächtig, glaube ich, und zerbrechlich. Ja, genau. Je mehr Freiheit man hat, desto gefährlicher ist es, weißt du? Wie auch immer, mein Vater ist sanfter geworden. Aber er war sehr streng, als wir auf der Farm lebten. Er hatte alles fest im Griff. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich meinen eigenen Weg wählen konnte. Unser Credo, die Gebote, sie wurden mir rigoros eingetrichtert. Als ich ein Teenager war, befolgte ich diese Regeln aus reinem Pflichtgefühl. So haben wir das einfach gemacht. Das passiert vielen Organisationen mit der Zeit. Es kommt zu Stagnation, weißt du? Fundamentalismus. Ja. Die Regeln zu befolgen wurde wichtiger, als die Ziele zu erreichen, die man sich selbst gesetzt hat. Und die Leute vergessen, warum es diese Regeln überhaupt gibt. Das ist die Ontologie, oder zumindest eine Form davon. Wenn man Regeln um ihrer selbst willen befolgt und nicht wegen der Konsequenzen, die es sonst hätte. Ja, aber das ist doch rückwärtsgewandt, oder? Doch, schon. Regeln zu befolgen ist einfach. Beten, am Wein nippen, eine Oblate essen. Rituale können Trost spenden. Aber dann exerziert man das doch nur durch. Es kommt den Leuten nur so vor, als würden sie etwas tun. Während es viel schwerer ist, naja, tatsächlich den Arsch hochzukriegen und produktiv zu werden. Ich glaube, Menschen haben einfach gerne Grenzen. Enge Grenzen. Sie wollen die vier Wände sehen, die sie einsperren. Da widerspreche ich nicht. Alles außerhalb davon. Alles, was das Leben kompliziert macht, macht auch Angst. Deshalb beneide ich dich. Du hast dieses Leben gewählt. Du hast diesen Prozess durchgemacht und entschieden, ja, ich glaube daran. Stimmt. Das hielt mich nicht davon ab, als Teenager ein unausstehlicher Besserwisser zu sein, aber ich weiß, was du meinst. Ich wäre gern ein Besserwisser gewesen. Ich wusste nichts. Nicht bevor ihr mich gefunden habt. Ja. Erst als ich dich, Bex und Lucy kennengelernt habe, da wusste ich, dass ich ein Assassine sein will. Ah, oh, danke, Des. Komm her, lass dich drücken. Eigentlich mag ich keinen Körperkontakt, aber jetzt mache ich eine Ausnahme. Ich werde dich nicht umarmen. Ganz sicher? Ich rieche nämlich sehr gut heute. Kannst du es einfach abschalten?